1, 2, 3 Kibay. Organisiert von den Naturfreunden Grieskirchen kann man heuer wieder vom Samstag, den 10. bis Sonntag, den 11. November stöbern, bieten, kaufen und verkaufen. Ja, vor circa 10 Jahren hat HT1, der Naturfreunde Grieskirchen, mit Helmut Kunze und wir uns zusammengesetzt und eine Idee geboren, das Kibay, um Kindern eine Plattform zu geben, hier ihre Spielsachen, die sie nicht mehr brauchen, feilzubieten und zu sehen, dass auch Dinge, die sie selber nicht mehr nutzen, noch einen Wert haben. Ja, warum ist HT1 bei Kibay mit dabei? Weil Kibay eine sehr sinnhafte Veranstaltung ist, wo Kinder ihre alten Sachen nicht wegschmeißen, sondern verkaufen können und durch den Erlös wieder vielleicht in neue Spielsachen und in neue Dinge investieren. Und ich habe es an meinen eigenen Kindern gesehen, das hat ihnen schon Spaß gemacht, dort aufbauen, dekorieren und dann auch Geld verdienen und dann wieder schauen, was gibt es dort auf der Veranstaltung nur zum Kaufen. Also es war wirklich eine lustige Veranstaltung und darum freue ich mich schon auf die nächste. Dieses Mal startet das Wochenende aber mit Wintersport und Freizeit. Am Sonntag heißt es dann für die Kids aufgepasst. Beim Kibay verkaufen ausschließlich die Kinder selbst ihre ausgedienten Schätzchen. Das Ganze geht dann so vor sich, dass die Kinder einen Tisch zugewiesen bekommen, auf denen sie und um denen sie ihre Sachen aufbauen können. Die Kinder müssen dabei 10 Euro pro Tisch bezahlen. Diese 10 Euro werden am Ende von der Firma Autodana wieder zurückbezahlt. Genauso wie die Firma Danner die Bewertung der 10 besten Tische bezahlt. Das heißt, als ersten Preis 50 Euro bis zurück zum letzten, vom 10. um 5 Euro. Also Kinder, durchsucht noch schnell eure Kinderzimmer nach ausgedienten Spielsachen aus früheren Tagen. Beim Kibay finden diese mit Sicherheit ihre neuen Besitzer. Hey.